Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den BMW X6 M Sports in der Version 1.2020 in der Version 1.0 an. Das Ganze kommt wieder von Edwards Modding und Sheriff Robot. Mods gibt es daher also nur für PC/Mac, findet ihr in meiner Kategorie Fahrzeuge und dann Sheriff Robot Mods. Jo, hier haben wir das gute Stück BMW X6 M Sport aus dem Jahre 2020. 500 Euro Unterhaltskosten am Tag, 335 PS, 6 Liter Diesel, 120 km Max Speed. In der normalen Ausführung für 152.700 Euro in der Anschaffung, 7.787 Euro im Leasing. Bei der Hauptfarbe habt ihr wieder die diversesten Farben zur Auswahl, die ihr euch noch vorstellen könnt. Ich glaube, da werdet ihr sehr, ihr werdet fündig werden. Und wir haben auch wieder die klassischen zwei Config-Blöcke, und zwar einmal Kennzeichen und die Motorausführung. Jo, da haben wir einmal Rumänien und einmal USA, wer hätte gedacht. Und Motorausführung haben wir einmal die Defueled Engine und dann die 4,4 Liter Twin Turbo V8. Da kommen wir dann auch hier laut Anzeige auf 220 km/h. Schauen wir uns dann gleich an. So, gucken wir uns den ganzen Spaß erstmal hier an. Es gab im Mai dieses Jahr schon mal BMW X6M, allerdings aus dem Jahr 2016 von Edwards Modding alleine. Das Modell wurde jetzt in dem Falle hier bearbeitet auf die 2020er Version. Wir haben hier M, kennt man ja von den BMW Sportdingern. Hier die stinknormale Straßenbereifung, BMW Felgen mit Logo mit dabei. Sieht soweit auch gut aus. Bremssattel. Dann einmal hier drinnen das Washington Kennzeichen. Fahrtleuchten inklusive Bremser und Co. Dieser riesige Kühlergrill. BMW-Logo. Oben Panoramadach. Wir haben überall Kollision, wie ihr seht. Wir glitschen nirgendwo rein. Das ist schon mal ganz nett. Gegenüberliegende Seite ist gleich in grün. Tankdeckel. Hinten Mac-Bereich BMW-Logo. X6. Und dann hier nochmal M50i. In dem Falle. Und nochmal Ami-Kennzeichen sowie 4 Endrohre. Ja, zwei an jeweils einer Seite. Im Innenbereich haben wir Lenkrad mit BMW-Logo, lässt sich soweit auch bewegen, links, rechts Spiegel inklusive Indoor-Spiegel, die Spiegel sind soweit in ihrer Form. Wir können hier oben durchs Panorama da rausschauen. Wir haben hier mal andere, beziehungsweise hier mal auch diese Rauschi-Texturen, aber ihr seht, das Rauschen ist hier deutlich, also deutlich angenehmer als noch bei dem Vorgänger. Muss man ehrlicherweise mal dazu sagen, das geht, obwohl wenn ich mal hier die Lichtstimmung nochmal ändere, obwohl die Lichtstimmung geht eigentlich. Ja, ne, die geht. Das waren jetzt noch 4 Minuten. Ne, also deutlich rauschärmer als die anderen. Ne? Ansonsten über das Panoramadach kann man auch gucken. Wir glitschen hier mit der Kamera nicht rein. Ne? Auch soweit so okay. Ne? Das ist soweit alles schnieke. Wir sitzen ein bisschen weit vorne gefühlt. Aber das ist jetzt auch nicht so das Problem. Ich kann das zwar mal hier resetten. Aber ihr seht, wir sind ja schon stinknormal. Armaturen, auf alles auf digitaler Basis. Soweit so klar. Der Schalthebel selber, der sieht ein bisschen weird aus, um ehrlich zu sein. So Stein, Kieselsteintextur. Aber ansonsten geht das eigentlich soweit klar. Bis auf kleinere Unschärfen ist das eigentlich soweit alles Tobi. Ja, dann würde ich mal sagen, hören wir uns mal den Sound an. Jo, also hat nicht viel mit dem Original zu tun, davon mal ganz abgesehen, aber es ist mal ein okayer Fahrsound. Ne? Also ist nicht zu laut, ist nicht zu leise, ist jetzt nicht zu, ja, wie sagen wir mal so schön, nicht zu überspitzt oder zu kratzig oder zu laut oder zu fiepsig. Das geht eigentlich klar. Hat zwar nichts mit dem Original zu tun, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber ansonsten geht das soweit alles eigentlich vollkommen klar. So, kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht, beide Hände sind am Lenker, das ist sehr schön. Mit den Beinchen selber, ihr seht hier, da tut sich nichts, wird sich leider nicht beschäftigt. Können aber daran liegen, jedenfalls aus dem Winkel hier sieht man auch gerade keine Pedalen hier unten. Ansonsten, die Armaturen vorne hier, zack, gehen an. Und da haben wir einmal die km/h, rechts die Umdrehung. Das ist soweit auch mit dem LS-Tacho synchronisiert, das ist ganz schnieke. Spiegel funktionieren ohne Grauschleierfehler oder sonstiges, Wunderbärchen. Blinkergeklicke ist drinnen, in dem Dashboard da vorne wird man da, denke ich mal, nichts mit sehen.
Beziehungsweise ihr seht auch, da sieht man in dem Falle nichts mit drin, schade. Blinker sind im Außenbereich allerdings mit vorhanden, vorne sowie hinten und in den Spiegeln selber mit drin, reflektieren soweit auch. Ansonsten haben wir halt dieses Tagfahrlicht hier drin, soweit so klar. Ansonsten normales Fahrtlicht und dann noch Aufblendlicht, könnt ihr separat mit NumPad 6 aktivieren und deaktivieren. NumPad 5 hat in dem Falle keine Funktion. Und die Bremslampen, die sehen soweit auch ganz schnieke aus. Wir haben Rückwärtsleuchten, die haben auch eine Reflektion, soweit so klar. Hube ist soweit altbekannt. So. Gehen wir einmal wieder hier in den Tag rein. Durchs Panoramadach, wie gesagt, kann man drüber schauen. Irgendwelche Special-Meshel-Features haben wir jetzt... ach Gottes Willen, Lock, danke. Irgendwelche Special-Meshel-Features haben wir jetzt in dem Falle hier aber auch nicht mit drin. Ne? Also stinknormal fahren und Spaß haben. So, Entschuldigung. Wenn wir da einmal im Lock rumfummeln, dann eine Taste drückt, dann hängen die gerne mal. Naja. Na, also wie gesagt, das haut soweit alles hin. Thema Fahrphysik, beziehungsweise... ja, Fahrverhalten, Höchstgeschwindigkeit auf die 121 km/h, da kommen wir in dieser Standardausführung, lässt sich soweit auch alles ganz angenehm schauen, wie ihr hier seht, ne, wir kommen auf 120, die 1, keine Ahnung, wie die da wieder hinkommt, ne, aber das ist soweit alles angenehm, ne, also da macht er jetzt an sich keine Fehler. Wenn wir uns jetzt die etwas ja, knackigere Version anhören, beziehungsweise es anhören, holen, machen wir das Ganze mal hier in Matt, weil das hat nämlich auch was, dann seht ihr, kommen wir auf 220, und da geht es dann halt ein bisschen schneller mit voran, beziehungsweise auch die Beschleunigung ist ein Tick schneller, aber auch nicht zu schnell, sodass die Physik immer noch klarkommt. Ne? Und auch hier seht ihr, da komme ich noch so mit 130, komme ich noch in die Kurve, ohne dass man die Karre wegfliegt. Ne? Und ihr seht, es geht und geht und geht und geht. Ihr braucht halt Strecke. Ne? Das sollte klar sein. Im Tempo, Display drin steht es halt selber auch nochmal. Aber auch die Höchstgeschwindigkeit wird in dem Falle mit erreicht, wenn ihr das erreichen wollt. Ja, also das ist auch alles recht schick. So, wenn wir uns dann noch hier noch den Lok anschauen, ne? Seht ihr, alles sauber. Könnt ihr euch in dem Falle auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein neues Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.